Moin Moin liebe YouTuberinnen und YouTuber, hier bin ich wieder, euer No Orange, und heiße euch willkommen zum 7. Special Day, Sammelmappen-Update Nummer 7, Bundesliga-Saison 08-09 von der Firma Tops, das erste Bundesliga-Sammelmäppchen, was Tops hergestellt hat. Ich freue mich schon gleich und es sind ja schon richtig viele Bilder drin. Nach dem Intro geht's dann gleich ans Einsortieren der Trackcards. Können wir direkt loslegen mit dem 7. Sammelmappen-Update für die Bundesliga Match Attacks Top Saison 08-09. Wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten. Es wird auch das letzte für die erste Hälfte, die ich mir hier schon hingelegt habe, sein. Mehr habe ich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da auch schon sehr voll. Vielleicht mache ich nochmal ein Special zusätzlich für die gesamte Mappe, was da noch fehlt, weil es ist echt richtig cool voll geworden. Und ich bin auch überrascht, wie viele Spieler ich aus der Saison noch kenne, beziehungsweise wie viele da immer noch tätig sind. Das ist ja auch immerhin schon ein paar Jährchen her. So, fangen wir gleich an. Hertha BSC Berlin, Abwehrspieler. Kaka der Zweite, sagt mir mal gar nichts. Kenne ich überhaupt nicht. Die Berliner werden es vielleicht wissen. Und ich weiß nicht, ob sie sich so über diesen Namen noch freuen oder nicht. Jedenfalls, ich kenne ihn gar nicht. Pal Dardai, auch so ein Arbeitstier, ähnlich wie ein Jaronim, sage ich da immer. Ist, glaube ich, jetzt auch mittlerweile Trainer bei der Hertha, oder? Ist das nicht Pal Dardai, der darum trainiert? Also ich wünsche ihm auf alle Fälle viel Erfolg. Er kennt sich in dem Verein ja aus. Die Fans mögen ihn ja auch allein durch seine Arbeitsweise. Da wünsche ich ihm viel Glück in der heutigen oder in dieser neuen Saison, dass sie da auch im, ich sag mal, gesicherten Mittelfeld mit rumkicken und nicht runtergehen in die zweite Liga, weil der Hauptstadtclub oder ein Hauptstadtclub sollte immer Erstligist sein. So, Fabian Lustenberger, wenn mich nicht alles täuscht, ein Landsmann aus den österreichischen Gefilden, war damals noch sehr jung, sieht man auch vom Gesicht her, finde ich, und hat so ein bisschen, ja, Gedächtnislocken, sag ich mal, aber ist jetzt auch nicht der Überburner in der Nationalmannschaft geworden, beziehungsweise bei der Hertha. Noch ein Berliner, also die vordere Seite ist voll. Die erste volle vordere Seite, Hertha BSC Berlin. Nun haben wir hier Raphael, mittlerweile ja bei Gladbach oder bei Dortmund. Auf Torejagd, ein super Stürmer. Noch ein, nee, jetzt haben wir Bielefeld. Also ich bin mal gespannt, was da noch fehlt. Die haben wir voll, wir haben Berlin. Berlin ist komplett voll, sehe ich gerade. Hammerhart. Halleluja, wie geil, wie geil. Okay, genug gesagt, genug gefreut. Nun kommen wir zur Arminia. Wenn ihr dieses Kampfterrier bellen hört, es ist ein Pekinese, ungefähr so groß wie eine Katze und hat eine große Klappe wie nichts Gutes und ist gerade erst aufgestanden und macht gleich Terror. Ich liebe diesen Hund. So, okay, Berlin, das müsste ja nochmal Fernandes sein, ja, das ist auch nochmal... Berlin und Bielefeld, das gibt's ja. Arminia, die Arminia mit Rowan Fernandes als Keeper. Da fehlt auch nur noch einer für die Frontseite. Abwehrspieler, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Lame, da ist er. Lame ist der Mann der Stunde. Das heißt, wir haben immer noch kein fehlendes Bild. Halt, hier ist ja noch ein Bielefelder. Was ist denn gerade? Ich bin gar nicht so richtig auf dem Dampfer. Ein weiterer Biel und noch ein Bielefelder. Lalalala. Rüdiger Kauf. Rüdiger Kauf, auch eine richtige Arbeitsbiene. Und einer der besseren in der Berliner Mannschaft, meiner Meinung nach. Naja, okay, wollen wir gucken, wo kommt der Junge hin? Ein Kirch war ganz unten, dann ist er in der Mitte oben. Da dürfte dann auch nicht mehr so viel fehlen, wenn ich sehe, dass ich hier noch ein Berliner... ein Bielefelder Spieler in der Hinterhand hat. Also für jedes Wort, für jedes Mal, wo ich aus der Arminia die Hertha BSC Berlin Truppe mache, werde ich ab jetzt einen meiner doppelten, egal aus welcher Kollektion, am besten Bielefelder oder Berliner,
irgendwie verlosen, wenn ich genug, oft genug Bielefeld und Berlin verwechselt habe. Oder wissen Sie was? Wir machen 10 Stück draus. Für jedes Mal, dass ich Bielefeld mit Berlin verwechsel, gibt es 10 Doppelte in eine Verlosung. Und irgendwann, wenn wir 100 voll haben, das dürfte bei meinem pfeiferisches Drüsenheimer, Alzheimer-Gehirn nicht allzu lange dauern, dann gibt es, wie gesagt, eine richtige Ausspielung. 2 Berliner kommen da sogar noch. Im Angriff haben wir Kartongo. Ja, Kartongo kenne ich gar nicht. Was hat der für einen Wert? Offiziell 57, das wird wohl auch passen. Vielleicht war der sogar zu hoch. Kenne ich nicht. Und zuletzt, oh ja, den Arthur. Arthur Wichniarek, sehr geiler Kicker. Auch ein typischer Stürmer. Und richtig, richtig gut. Wollen wir mal schauen jetzt. Vorderseite Bielefeld war ja auch voll. Rückseite ist auch voll. Alter Falter. Ich krieg hier einen Punkt, Punkt, Punkt. Nun kommen wir zu Bochum. Da fehlt uns ein bisschen mehr, wie ich gerade sehe. Hier haben wir aber schon mal einen Abwehrspieler. Matthias Konča. Ja, hat sich eigentlich auch nicht durchgesetzt. Großartig. Keine große Bereicherung für die Bundesliga gewesen. Und jetzt hoffe ich doch auf, da ist er, der österreichische Nationalspieler Christian Fuchs, der in der Liga für mich weitaus besser spielt als in der österreichischen Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei der EM-Qualifikation jetzt zuletzt ist, da muss es eigentlich ja besser geworden sein, weil sie ja auch sehr gut dastehen. Spielt ja jetzt bei Schalke schon lange und ist dort eigentlich gesetzt. Und die Seite ist auch voll. Bisher haben wir immer noch kein fehlendes Bild. Ach, was mache ich? Ich darf da noch gar nicht umblättern, weil die müssen noch so rum rein. Also, aber ich habe gesehen, oh, oh, das könnte knapp werden. Ein Mittelfeldspieler von Bochum. Thomas Stäbel. Oh, das ist ja einer von Bochum, wo ich sage, alt eingesetzt, ist, glaube ich, mittlerweile im Management dort tätig. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, das ist eigentlich ein, ja, schon Ur-Bochumer, kann man im Endeffekt auch sagen, finde ich. Wie seht ihr das beim VfL? Ist das für euch einer, wo ihr sagt, ja, das ist der Spieler bei Bochum überhaupt gewesen in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren? Oder gibt es da doch andere, wo ihr sagt, die waren weitaus besser? Nun haben wir noch einen Bochumer Angriffsspieler. Epayet. Epayet kenne ich noch. War auch danach, oh, wo war der in Karlsruhe? Jedenfalls auch ein gefährlicher Mann. Immer für ein Tor gut. Und durchaus auch Bundesliga-Niveau. Nun drehen wir um und gucken mal. Oh, 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 voll. Alter Falter. Also das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Werder Bremen. Tor? Tim Wiese. Zweimal. Einmal sieht er aus, als wenn er gerade hier auf meiner Hand ein Gegentor kassiert hat. Die Werte sind die gleichen. Richtig geschrieben ist er auch. Werde ich mir hinten mit einsortieren, werde ich zu meinem morgigen Special mit dazu packen. Und daneben den Heiko Westermann packen. Den habe ich ja als limitierte Edition, als, was war das nochmal, Matchwinner oder sowas, von Schalke. Der ist ja auch nicht aufgeführt. Lege ich mir zur Seite und... Wie gesagt, mache ich morgen weiter. Mir fehlt auf alle Fälle noch im Defensivbereich ein Spieler und den habe ich hier, glaube ich, dann. Per Mertesacker! Richtig geil. Auch für die deutsche Nationalmannschaft natürlich auch bei der WM extrem wichtig gewesen, auch wenn er da ein bisschen für Furore gesorgt hat mit Kommentaren. Ach nee, Werder Bremen habe ich ja hier noch, mein Gott. Aber trotz allem ein absolut wichtiger Spieler. Hier haben wir einen Mittelfeldspieler von Bremen. Mesut Özil. Hat ja zusammen mit Diego gespielt, aber da waren ja auch Verletzungsprobleme, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das bei Diego war, ich glaube schon. Und das hat auch die Euroleague-Finalspiele gekostet. Da war Özil dann alleine in der Türkei auf sich gestellt und da war er noch zu jung und hat einfach diesen Druck nicht standhalten können. Mittlerweile ja dann auch von Madrid nach Arsenal gewechselt und, was soll ich sagen, absolut guter Fußballer. Zumindest europäische Klasse. Weltklasse würde ich nicht unbedingt sagen, dafür hat er zu viel Leistungsschwankungen, aber europäische Klasse auf alle Fälle. Aaron Hunt. Der Aaron Hunt ist einer von denen, wo ich mich immer wundere. Er spielt eine gute Saison. Zwar immer dann, wenn der Vertrag ausläuft, achten Sie da mal drauf. Und kriegt dann einen neuen Vertrag. Dann war er so gut,
dass er sich gesagt hat, ach Mensch, dann gehe ich mal nach Wolfsburg. Und da war mir auch, genau wie das damals Borowski mit München gemacht hat, von vornherein klar, Junge, du spielst alle 3 Jahre eine gute Saison, spiel erstmal konstant 2 Jahre bei einem normalen, durchschnittlichen Verein, bevor du jetzt nach Wolfsburg gehst und Richtung Champions League angreifst. Und man sieht ja, es hat nicht allzu viel gebracht. Ich sehe den auch in 1-2 Jahren wieder in Bremen. Angriff. Bremen, wer fehlt denn da noch? Boubacar Sanogo. Auch ein guter Spieler. Hat immer seine Tore gemacht, ähnlich wie bei Bremen, Rosenberg und Almeida, würde ich sagen. Keine Spitzenklasse, aber wie gesagt, wenn Not am Mann war, immer für ein Tor gut. Als hätte man aus Sanogo, Rosenberg und Almeida einschnitzen können, dann hätte man dementsprechend einen richtig geilen Kicker. So, ich sehe gerade, die Post kommt. Das heißt, ich muss ein kurzes Break machen. Und noch einmal ganz kurz als Info, bevor der klingelt. Ich habe Bremen auch voll und jetzt kommen wir gleich zu Cottbus. Ich wollte sagen, das war der Postbote mit neuen Boostern. Da, 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 da. Und kabum. Jupp, weiter geht's. Energie Cottbus. Kakta Satan sagt mir überhaupt nichts. Dann kann er auch nicht ein Top-Profi der Bundesliga gewesen sein. So, sag ich jetzt einfach mal. Da fehlen mir noch ein paar mehr, wie ich gerade sehe. Mario Cvitanović kenne ich auch überhaupt nicht. Hat einen durchschnittlichen Wert von den Spielkarten her. Sagt mir, wie gesagt, überhaupt nichts. Als nächstes ein Cottbusser Mittelfeldspieler. Stanislav Angelov. Angelov fand ich ganz gut. Hat auch bei Cottbus ganz gut hingepasst. Was hat er für einen Wert gehabt? Ein 46-30er. Also fand ich auf alle Fälle vom Wert her zu schwach bewertet im Vergleich zu zum Beispiel den Herrn Nathan oder auch Cvitanović, die ja weitaus bessere Werte haben im Insgesamtbereich. Und den letzten Cottbusser hier im Angriff. Emil Jula sagt mir jetzt nichts. Da müsst ihr mich mal aufklären, bitte, liebe Cottbusser. War das ein guter? War das kein guter? Ist es mittlerweile ein guter? Ich kenne ihn überhaupt nicht. Sagt mir mal Bescheid. Spielt er überhaupt noch bei euch? Wäre eine coole Info, die mich brennend interessiert. Weiter mit der Borussia. Ah, hier sehen wir, es fehlen 2 Karten. Das sind die ersten 2 Karten, die fehlen. So. Borussia Dortmund, Abwehrspieler. Muss ich mich mal hier so ein bisschen zurechtlegen. Antonio Rukavina. Oder Rukavina. Rukavina, so war das. Hat, glaube ich, auch nur 1 Jahr gespielt bei Dortmund, bin mir nicht sicher. Jedenfalls hat sich nicht durchsetzt können in der Bundesliga. Ist auch seitdem nicht wieder. Oh, eine Erscheinung gewesen. Neven Subotic, das ist natürlich was ganz anderes. Neven, damals schon einen sehr guten Wert. Hat sich ja, ist für mich auch ein erstklassiger Sportsmann und gehört absolut zu der europäischen Spitzenklasse dazu im Defensivbereich. Da gibt es kaum welche, die besser sind und passt hervorragend mit Mats Hummels zusammen in eine Mannschaft im Abwehrbereich. Die beiden ergänzen sich super zusammen. Mittelfeldspieler, Tingitongata war einer, der konnte, wenn er wollte. Wenn er nicht wollte, dann ging da gar nichts. Und das war leider, glaube ich, des Öfteren der Fall und darum auch nicht allzu lange mehr bei Dortmund geblieben. Im Angriff bei der BVB-Truppe Nelson Valdez, auch einer von Bremen. Es sind ja wirklich viele Bremer, die ich hier sehe, die bei Dortmund und Schalke gelandet sind. Valdez, Zidane zum Beispiel jetzt ja auch. Dort aber nie den richtigen Durchbruch geschafft hatten. Ich höre gerade wieder ein Tapsel, das ist meine kleine Prinzessin hier, die Molly. Die zeige ich auch irgendwann mal in der Kamera. Ne, ja, schnucki putzi. Sie hat Hunger und will Gassi gehen und noch mehrere Sachen machen, aber erstmal machen wir das hier fertig. Nelson Valdez, Borussia Dortmund. Nun haben wir hier Eintracht Frankfurt. Also Dortmund vorne voll, hinten fehlt eine Karte, das heißt es fehlen mittlerweile noch 3 Karten. Eintracht Frankfurt, Torwart. Der Markus Prüll. Solider Keeper in Frankfurt gewesen. Nicht mehr, nicht weniger, finde ich, reicht.
Patrick Ochs. Ochs, eine Arbeitsbiene ohne Ende. Ein richtiger, ja, das ist wirklich ein richtiger Arbeiter gewesen. Den möchte ich nicht als Gegenspieler haben. Wirklich sehr zweikampfstark und bissig. Benjamin Köhler, auch so eine Art ewiges Talent. Fußballerisch absolut top. Aber hat die Leistung nicht immer abrufen können. Wenn er da auch wirklich sehr, sehr geile Spiele, das muss ich dazu sagen. Im Mittelfeld haben wir noch einen. Junichi Inamoto. Einer von wenigen Frankfurtern, der seinen Weg in der Bundesliga eigentlich ganz gut gemacht hat. Und kommt rein in die Mitte oben. Also hinter meinen Galindo-Freund. So, auch hier haben wir Frankfurt vorne voll. Und hinten, na, da fehlen wieder die schönen Glanzbilder. Das ist natürlich ärgerlich. Nun müssen wir mal kurz den Akku bzw. den Speicher wechseln. Und dann machen wir weiter gleich mit dem HSV. Weiter geht's, HSV Torwart. Frank Rost, auch ein richtiger Guter. Gefällt mir eigentlich auch von der Art her. Ist ein Macker, hat große Klappe. Ist da manchmal auch für mich jemand, der zu weit geht. Aber mir ist das dann auch... ja, mir war der immer lieb. Also das war immer ein typischer Torwart, hat ein bisschen einer Marmel. Kahn war ja ähnlich gestrickt zum Beispiel. Frank Rost wirklich auch ein guter Keeper, der, denke ich mal, zu seiner Höchstleistungsform in jeder anderen Nationalmannschaft, vielleicht nicht in Italien, nicht in Deutschland, aber sonst durchaus überall Stammtorhüter geworden wäre. England, tja, sollte sich mal überlegen, bei Deutschland ein bisschen zu gucken oder bei Italien, wie das mit Torhüterspiel geht, weil die haben wirklich nur Grütze im Kasten. Guy Demel, auch das wieder. Wenn man sich jetzt den HSV hier anguckt, den ich hier zusammen habe, allein schon, ich hoffe, dass das jetzt, wie ist es, Colin Benjamin neben Atuba. Wenn ich mir diese Mannschaft angucke jetzt, auf der Vorderseite, die sind, da ist keiner schlechter als die aktuelle Mannschaft, außer vielleicht Alex Silber. Alle anderen, unglaublich, sind da besser. So. Piet Reuper, auch ein guter Spieler. Jetzt kein Weltklasse-Kicker, aber durchaus gut. Und ich verstehe nicht, was da in Hamburg los war, dass die sich so negativ verändert haben. Abwehrspieler. Jetzt ein Abwehrspieler auf jeden Fall. Oh, ja, Marcel Janssen. Ähnlich für mich wie Westermann. Mit dem Wechsel zum HSV Stillstand bzw. extreme Rückschritte im fußballerischen Bereich und darum nichts Tolles. Es klingelt, ich muss mal eben kurz das Video breaken. Ich glaube, dieses Video geht in die Unterbrechungsstatistik Nummer 1 ein, also so viele Unterbrechungen bei einem einzigen Sammelmappen-Update oder überhaupt Video hatte ich bisher überhaupt noch nicht und ich hoffe, das wird auch nicht so oft sein. Es war meine Schwiegermutter in Spee am Telefon. Also beim HSV fehlt mir auch nur ein einziger. Auch wieder wohl ein Starspieler, so wie es aussieht. Also von den normalen Karten habe ich wirklich fast alle. Es fehlt nur der eine oder andere Starspieler. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich werde mir das, wie gesagt, nochmal in Ruhe angucken. Machen wir erstmal weiter mit dem Team aus Niedersachsen, Hannover, Steven Girondo, auch sehr gut. Wie gesagt, die hatten auch eine super Truppe hier zusammen in dieser Bundesliga-Saison. Das sehe ich an den Spielern entweder... Also, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, welchen Platz sie gemacht haben, aber eine sehr, sehr gute Mannschaft, fußballerisch. Christian Schulz auch, finde ich klasse. Einer, der zu seinem Wort auch steht, wollte mehr Spielpraxis, ist da in Frieden auch in Bremen gewechselt nach Hannover, zieht dort auch seine Wellen, hat immer wieder gute Spiele, meistens zumindest durchschnittliche Spiele, fällt selten ab. Sehr erfahrener Spieler nun mittlerweile, der auch, wie gesagt, durch seine Leistung auf dem Platz immer eine Verstärkung bei Hannover oder auch bei Bremen war. So, Huschti auch, klasse Fußballer, Mittelfeld, ein wunderbarer Standardschütze auch. Also Hannover, wie ich schon sagte, hatte echt eine richtig geile Truppe hier zusammen. Kommt nach links oben. Hannover Vorderseite ist schon mal voll. Mal gucken, hier ist noch ein Hannoveraner. Jirgi Steiner! Ja, geil! Stimmt, Steiner, Jirgi. Kennt man sicherlich auch noch, wer jetzt schon ein bisschen länger beim Fußball dabei ist. Auch ein absolut geiler Kicker. Torgefährlich, ein richtiger Tank. Schwer zu stoppen. Hatte alles, was ein Bundesligaspieler haben muss.
auch hier die Vorderseite voll und die Rückseite ein Starspieler fehlt. Hoffenheim. Da haben wir Andreas Ibertsberger. Ibertsberger war, glaube ich, auch österreichischer Nationalspieler oder ist österreichischer Nationalspieler. Oder Schweizer, weiß ich jetzt. Oder war das Schweizer? Weiß ich jetzt gar nicht. Da können wir die Hoffenheimer Jungs sehr gerne mal helfen. Guter Mann. Und auch Hoffenheim hatte ja in der Saison, wie gesagt, sehr viel gute Fußballer. Auch Per Nilsson kommt hier unten rein. Kennt man auch noch. Ich weiß gar nicht, wo ist, glaube ich, wieder in Skandinavien. Auch ein guter Spieler. Aber für die erste Bundesliga hat sowas hat der nicht ausgereicht. Jochen Seitz. Überall, wo er war, war er zu gebrauchen. Sag ich mal so. War, glaube ich, auch bei den Löwen, bei Stuttgart. Bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Hat also auch seine Mannschaften durchgehabt. Und war da durchgehend eigentlich zumindest als guter Ergänzungsspieler für die Bundesliga im Einsatz. Ein weiterer Angreifer bei Hoffenheim. Demba Ba. Auch sehr gut. Passte auch sehr gut nach Hoffenheim. Er hat auch, glaube ich, eine sehr gute Saison gespielt. Eine bessere als Wellington zum Beispiel. Und da haben wir Hoffenheim vorne voll. Und gucken mal, was fehlt. Töre, die beiden Starspieler. Da habe ich echt Pech. Schade, schade. Karlsruhe SC. Christian Eichner. Eichner, Görlitz. Eigentlich eine sehr gute Verteidigung. Ich weiß jetzt nicht, ob die sehr oft verletzt waren oder so. Aber die beiden in der Abwehr mit dem Torwart, das ist schon mal nicht schlecht, was Karlsruhe da hatte. Bradley Carnell als defensiver Mittelfeldspieler. Ist nicht übel. Ist gar nicht übel. Wen haben wir hier noch? Porcello auch. Wieder Porcello. Ähnlich wie Cupado. Für mich oder Mehmet Scholl auch, wenn der einen Tag hatte, dann hatte da also wirklich jeder Bammel vor diesem Spieler, aber der hatte auch Tage, da lief gar nichts und da dachtest du, die spielen mit 10 Mann. Timo Staffelt, tja, für mich ein solider Zweitligaspieler, mehr nicht, aber was heißt mehr nicht, wer wäre das nicht gerne, aber wie gesagt, nichts für die erste Liga meiner Meinung nach. Nein, Karlsruhe. Joshua Kennedy. Ich glaube, Nationalspieler der USA auch gewesen. Was hat er hier für einen Wert? 63er Angriffswert. Ja, der hatte seine Tore auch gemacht. Und ich denke mal, als Erstligaspieler bedingt nur geeignet. Für die erste Bundesliga, aber als Zweitligastürmer mit Sicherheit. Nun zum letzten Team auf der ersten Hälfte der Seite. Kevin McKenna, ja, Kevin McKenna kennt, glaube ich, oder kennt, glaube ich, noch sehr viele. Ich finde den Wert hier ein bisschen zu schwach mit 45. War für mich mit Matip und Jeromel in der Kölner Abwehr eigentlich ein richtiges Bollwerk. Und auch Pierre Vaumet kennt man ja auch noch. Also auch keine schlechte Truppe, die Köln da zusammen hatte im Defensivbereich. Matip, Vaumet, McKenna, Jeromel, das ist schon nicht schlecht. Aber es fehlte ja auf alle Fälle bei Köln im Mittelfeld. Das muss man ganz klar sagen. Vornhin war es dann wieder gut. Thomas Broich zum Beispiel, ein guter, spielt ja in Australien. Ist da auch schon öfters, ich glaube, Spieler der Saison oder Spieler des Jahres geworden, gewählt worden. Und der war natürlich für... Wen habe ich denn da? Habe ich da einen Spieler? 1, 2, 3. Da habe ich was falsch gemacht, sehe ich. Der Spieler darf da nicht rein. Der Kölner, wer auch immer das ist, da muss ich mal gucken, wen wir da haben. Ishiaku ist der vierte. Kommt hier hin. Mittelfeld. Roda Anta. Ja, war das ein Mittelfeldspieler? War für mich eigentlich auch ein Stürmer eher. Aber gut. Da ist auch ein Spieler schon drin. Was ist denn hier los? Sanu. Also irgendwie ist hier was schief gelaufen. Ich muss mich hier nochmal reinfuchsen. Ach nee, Roda Anta kommt da oben hin. So, und Sanu kommt dann in die Mitte. War also doch richtig. Und der letzte von Köln, ein Angreifer. Oh, ein Starspieler. Miljovic Novakovic, definitiv gerechtfertigter Starspieler bei Köln. Guter Angreifer, immer für ein Tor gut.
Hat aber auch mal typische Stürmermentalität, Ladehemmung gehabt. Aber alles in allem wirklich ein sehr guter Spieler. So, das war's mit der kompletten Seite. Ich gucke nochmal nach bei Köln, was mir da noch fehlt. Gar nichts. Köln ist komplett. Halleluja. So, morgen geht's dann mit dem 8. Sammelmappen-Update weiter und damit wird auch die Bundesliga 08-09 Update-Serie beendet werden. Da bin ich mal gespannt, was mir da noch alles fehlt. Jedenfalls sehen wir uns dann morgen. Denkt dran, abonniert den Kanal, macht Daumen hoch. Wenn ihr Fragen habt, immer in die Kommentare oder wenn ihr auch dementsprechend hilfreiche Infos habt über bestimmte Spieler, wo ich nicht Bescheid wusste, auch gerne in die Kommentare, lese ich mir gerne durch. Und alles, was für mich noch wichtig erscheint, kommt dann am Montag in die Wochenvorschau bzw. den Wochenrückblick. Also macht's gut, meine Damen, meine Herren. Und habt noch ein wunderschönes Wochenende. Bis morgen.